ist das peinlich. So, jetzt gehst du los. Den Joker durchspielt. Ich glaube, das reicht auch. Guck mal, die halten schon alle an und gucken. Oh Gott. Vlocki ist immer bekloppter, ne? Ja. Eigentlich ist er der Schlimme, er stiftet uns hier an. Ja. So. Guck mal, ey. Ich bin nicht mein Schlüssel nicht, ich finde meinen Schlüssel nicht. Checkt der noch? Du hast den Schlüssel abgezogen? Mach ich immer. Paranoia. Ja, das sollte ich auch immer machen eigentlich, damit ich mal lerne, aber. Alter, ist das heute so pustig hier, du? Das tut ganz gut, ne? Kiel bläst uns ein. Ja. Yeah. Wenn du schon nicht machst, dann muss es wirklich Kiel einbleiben. Vielleicht habe ich es ja heute Nacht gemacht, als ich geschlafen habe. Oh, es hat gerade voll die Klöten passiert, Alter. Oh. Oh, fahren vor. Aber müssen wir wieder wenden? Nö. Oh, jetzt knistert aber hart. Ja. Bei mir geht's. Wie cool das aussieht mit dem kleinen Ding nach hinten, als ob er da so ein Geschütz drauf hat. Echt? So eine Laserkanone. Ach, hier war ja 30, hab ich gesagt. Jetzt muss ich mich natürlich daran gewöhnen, wenn ich jetzt öfters die Cam nach hinten habe, dass ich nicht vergesse, die abzumachen. Mein Gott, drei Cams an einem Motorrad. Ja, hätte ich auch gern. Jetzt ist die Frage, ich denke mal, ich werde jetzt mit der neuen Cam dann den Hauptbildschirm hin und her schalten. Ja, die Pinky Cam lasse ich so, weil nämlich noch einen zusätzlichen Bildschirm damit einzufügen wäre bescheuert, glaube ich. Oder man wechselt die Pinky Cam mit dem ab. Aber eigentlich macht man die Cam nach hinten so, wenn was Interessantes passiert. Oder wenn du jetzt zum Beispiel den Bock hast mit uns und ich jetzt rede, dann kannst du ja auf die Hintercam schalten. Ja. Und wenn du dann redest, machst du wieder deine ja. Deine Hackcam an. Aber natürlich nicht so, wenn ich nur Ja sag, dass ich dann kurz auf mich schalte, weil das macht einen richtig psychisch kaputt, habe ich das Gefühl. Das aber auch, dass ich immer schalte. Ach, so eine schöne Schale. Ich habe jetzt nicht viel von dir gesehen, aber schön ist es. Das hat mich genauso fasziniert. Wir haben euch. Was macht die Oma denn da im Busch? Die pflückt Bären. Grizzlybären oder was? Der war... Oh, wir fahren jetzt hier rechts hoch. Oh, geht jetzt lang. I don't know. Kurven. Vorsicht. Das ist meine Kurventrainingsstrecke jetzt. Noch mehr Kurven, mein Gott. Ich glaube, die hat sich gerade erledigt, deine Kurvenstrecke, oder? Nein. Oh, ganz schön dreckig hier. Alte Reifen, dreckige Straße, was will man mehr? Alter, was hat der hier für Schrecken vor der Haustür? Traum, ne? Das ist ein Anschlag. Oh, das ist meine, ich überhole alle Schleicherstrecke, weil du dann die komplette Runde hier abkürzt, wenn sie da alle so schnarchen, weißt du? So, kommt ein Auto. Ich wollte gerade Gas geben, da habe ich gesehen, aus dem Augenwinkel, da kommt was. Ah, das ist schwierig mit Power Wheelie. Die scheinen einen guten Song zu hören. Er trommelt jedenfalls mit. Ich rutsche mal weiter nach hinten. Ich grusel mich ja schon ab und zu mit euch beiden. Also ich finde den Vlog ganz hervorragend. Der ist genau mein
Ich kann auch nichts dafür, dass ich so einen Schaltfehler im Kopf habe. Guck mal, wir zwei sind gleich. Und er sagt, er ist anders. Dann hat er noch den Schaltfehler. Ach stimmt. Oder nicht? In unserer Welt sind wir ja die Normalen. Genau, also in neuer Welt, ja. Wir können ja demokratisch abstimmen, wer hier Rad abfahrt. Wow. German Shipyard. Und jetzt ist es safe. 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 Weil er gerade alle ihre Ohren zugehalten. Echt? Ja, das schneiden wir raus. Das sind aber komische Kinder gewesen. Hey, sonst wollte ich das immer. Ja, aber richtig, die winken doch auch immer. Ja, du sagst, guck mal, mach mal das. Ja klar, mach ich. Das waren jetzt aber komische Kinder. Komm, wir fahren nochmal zurück und entschuldigen uns. Ja. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich wollte die jetzt nicht erschrecken. Nö, ich wollte eine Freude machen. Ja. Deswegen habe ich auch leise angefangen. Angefangen, sagt er. Also Mann, ey. Ich habe mich 10 davon gefreut und nur die 2, die wir gesehen haben, sind von uns gehalten. Mann, ist ja nicht so. Oh, meine Cam hat meinen Spiegel verstellt. So. Cam hat deinen Spiegel verstellt? Ja. Durch die Vibration. Und das Geholpe. Ich wollte jetzt noch nicht mal am Bekletter fahren. Wer steht jetzt vor oder was? Ja. Helfen Na toll. Wenn jetzt rot wird, müssen wir ja auch noch stehen bleiben. Was ist das? Ja. Ich bin mal neutral. Ich wusste es. Ey, ich bin gleich 100 Kilometer mit euch zusammengefahren. Oh, noch 600 Meter. Oh. Was stehst du eigentlich da hinten wie so ein Außenseiter so? Naja, macht ja keinen Platz für mich. Aber jetzt macht er auch noch dicht. Ich dachte, er hat mit mir gesehen. Ich dachte, weil ich so ein bisschen zurückversetzt stehe. Ja, geh doch. Ja, das ist nicht zum Drücken. Oh boy. Ich fahr mal ein bisschen zurück, macht Angst. Hä? So schlimm sind wir jetzt aber auch nicht. Zwischen zwei Motorradfahrern stehen, die sich jetzt irgendwie gleich ärgern. Verliert die einen, ärgern uns doch nicht. Wenn wir dieses eine Bild nachmachen, wo so die zwei Finger sich so... Grün! Oh! Ja, wir müssen eh die Vorfahrt beachten. Oh, hinter uns steht auch noch ein Bus, Alter! Und wir schwuchteln hier so rum, ey! Oh! Herrlich! Herrlich! Da muss ich auch denken, ey! Oh. Aber cool, jetzt kann ich auch den Bus reinschneiden. Weil ich ja die Cam nach hinten habe. Ist die noch da? Ja, die ist noch da. Ich kann das im Rückspiegel sogar sehen. Das ist ja geil. Wir sollten nicht so viel quatschen. Hä? Stimmt, ist im Kopf. Wir sollten nicht mehr so viel quatschen. Das scheint aber schön hier. Oh, schön jetzt hier bei den ganzen Leuten. Oh ja. Oh mein Gott, das wird doch jetzt... Hier ist aber so sehen und gesehen werden. Aber hier darfst du nur... Das wird doch jetzt nicht gut ausgehen. Hier darfst du nur 30 fahren, ne? Meinst du, hier stehen sie? Naja, Polizei ist hier eigentlich immer am Start hier irgendwo. Ist hier also sozusagen das Heidi-Zentrum von Kiel. Und wenn wir jetzt hier gleich, das zeige ich euch gleich nochmal, da kommt nämlich die Stelle, wo ich bei nasser Fahrbahn bei 80 einen Burnout gemacht habe im zweiten Gang. Das war nicht so geil. Habe ich auch schon mal gekriegt mit der XD damals. Schön Gas. Hast du mit deinem Auto hingekriegt im zweiten Gang? Ich habe auch mal im Auto die Reifen durchgedreht, dann auf trockener Straße, im zweiten Gang. Das hat nicht gewünscht.
da habe ich sehr... Das war schon wieder fast Wheelie. Mein Gott. Ich merke, du hast Spaß. So, und zwar jetzt die ganz linke Spur. Da kommt nämlich, wenn man hier hochballert, ich bin nämlich von da gekommen, rechts rumgefahren und habe im zweiten richtig Gas gegeben. Und da kommt nämlich so ein Huppel mitten in der Straße. Und da hat das Hinterrad dann den Kontakt verloren. Und zwar genau hier irgendwo. Genau hier. Ja. Und da bin ich halt mit 80 drüber und mit einem macht das... Und das Hinterrad macht diesen hier. War nicht so geil. Da habe ich mir auch dezent ein Kleckschen ins Unterhöschen gekackt. Oh, der kam dicht vorbei. In welchem Gang bin ich denn jetzt hier? Oh, ich war im zweiten. Okay. Okay. Gut, cool, ich fahre. Hat er wieder Angst hier oder was? Wie machst du Angst? Ja, vor uns, das ist also der so, Kiste. Dass er immer weiter nach vorne fährt. Das mag ich ja besonders so, weißt du, so Leute, die nicht gleich auffahren, sondern denn so während der roten Ampelphase zwischen rein so immer wieder ein Stückchen nach vorne fahren. Andererseits... Alter, hinter uns. Zum Glück ist sie auf Kamera. Richtig die Hardcore-Biker-Braut. Alter, ich höre Rockys linker Relais bis hier klacken. Echt? Also irgendwas klackt hier hart rhythmisch. Meint es schon mal nicht. Ich klackert da so ein Kopf. So, nochmal schöner Blick über Kiel. Das sieht cool aus mit dem Bahnhof. Ja, hier, hier hätte man auch noch mal tanzen können. Wollte ich gerade schön in Szene setzen, aber du warst vorbei. Achso, das war doch schön dadurch. Denk doch an die Kinder. Schön synchron, damit auf der Kamera gut aussieht. Super, oder Brem? Wo will er denn hin hier? Oder sie? Ein bisschen Startvorteil da schummeln. Ach so. Ja. Irgendwie mit sozialen Flaggen. Ey, guck mal, das Wappen kenne ich. Ja, das ist aber da fehlt was. Von Motofloggy das Wappen, ne? Im, da fehlt was. Ey, jetzt hält Merchandise. So eine Flagge. Du musst mal irgendwann nachts da hochklettern und deine eigene Flagge daran hängen. Ja, ne? Das fällt wahrscheinlich mal gucken, auf, wann es im ersten auf. Das wär's echt, ey. Oder am besten auf dem Landtag die Moto-Vloggy-Flaggen hissen. Ich bin dabei. Ich unterstütze dieses Vorhaben. Ey, guck mal, wenn die Amerikaner Trump wählen, dann können wir doch auch Motorblocki wählen. Ja. Ich meine, anscheinend braucht man keine Prädestination. Motorblocki vor Bundeskanzlerin. Wow, das war ein bisschen dicht. Und Pinky Loser in der Verteidigung. Was sagen Sie dazu, Herr Pinky? Ah, genau. Ja, seit der neuen Halterung hört man ihn leider nicht mehr so gut. Stimmt, hier. Oh, die stehen hier. Wieso stehen die hier? Meine Güte. Weil der Whiskerwagen jetzt über der auch nicht rauffahren kann auf der SG-Weg. Nein, der muss auf der Straße. Wir haben noch gar keinen Dummscheiß geredet. Also, ja, möchte ich mich mal von den Freedom Chasers verabschieden. Jetzt wollte ich gerade auch hier eine Okay, Leute, dann war schön mit euch. Das hat Spaß gemacht, danke schön. Ja, bitte. Das auch spontan war und es war super, hier ein zweites Mal zu sein. Dann würde ich mal sagen, haut rein, grüßt die Enten und tschüss. Und abonnieren nicht vergessen, ihr Schlampen! Ach, ja, uns natürlich, ne? Ja. So, tschüss!